die Vorweihnachtszeit. Sie ist die Zeit des Jahres für den Einzelhandel. Doch bei dem Gang durch die Wormser Innenstadt, Tristesse statt dekorierter Schaufenster. Dagegen geht die Stadt vor, hat für 3 Monate jetzt eine leerstehende Geschäftsfläche verlost. Der glückliche Gewinner ist Jason Heidmann. Sein neuer Laden, das Sneaker Empire. Ich möchte für die Leute ein Ansprechpartner sein rund um das Thema Schuhe, egal um was es geht, egal ob es jetzt ein Schuh ist, der im Winter getragen wird, egal ob es ein Sneaker ist. Bei mir sind alle Schuhe willkommen, von Altersgruppe klein bis groß ist jeder herzlich willkommen und ich versuche ein großes Angebot für alle hier darzulegen. Jason Heidmann will es anders machen. In seinem Laden steht nicht der Neukauf von Schuhen im Fokus, vielmehr geht es um die Pflege und Individualisierung. Die Trends auf dem Schuhmarkt verfolgt er genau. Sein Beruf ist für ihn gleichzeitig auch Hobby. Ich bin selbst ein Sneakerliebhaber. Ich gebe sehr viel Geld für meine Schuhe aus. Und ich hatte mal das Problem gehabt, dass ich einen Fleck in einem Schuh hatte, den ich nicht mehr rausbekommen habe. Der war optisch so störend, dass ich den Schuh deshalb nicht mehr angezogen habe. Aber an und für sich war der Schuh komplett in Ordnung. Und dann habe ich mich damit befasst, wie kann ich denn den Schuh den Fleck aus meinem Schuh rausbekommen. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. 3 Monate darf der Nachwuchsgeschäftsmann die Räumlichkeiten kostenfrei nutzen. Aber nicht nur das, er bekommt auch tatkräftige Unterstützung. Ich werde von der Stadt seit Anbeginn unterstützt, vor allem sehr stark finanziell. Das hat mir auch den Einstieg in die Selbstständigkeit um einiges leichter gemacht. An der Stelle vielen Dank auch an die Stadt. Ich krieg Pressemitteilungen geschrieben durch die Stadt. Ich habe verschiedene Vorzüge, die die Stadt mir quasi zur Verfügung stellt. Und mit Heidmanns Schuhen macht die Stadt wiederum einen weiteren Schritt, um wieder zu einem attraktiven Anlaufpunkt zu werden.